Ich bin die Beatrice. Ich arbeite beim Roland Grier als Rauchfangherrin. Das ist ein burgenländischer Betrieb in Neidäffel. Wie ich so 13, 14 war, war mein Berufswunsch immer Lehrerin. Und eine Freundin von mir hat dann auch in dem Betrieb gearbeitet. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann eben was gesucht zum Arbeiten, weil mir die Schule einfach nicht taugt hat. Also, das habe ich dann gemerkt, dass das nicht passt. Und ja, habe dann eingeschnuppert für 2 Wochen. Und dann hat es für beide Seiten gleich passt. Ich habe dann gleich meinen Lehrvertrag unterschrieben und Ding. Bin dann im Dezember wieder angefangen. Im April drauf bin ich gleich in die Berufsschule gekommen, in die erste Klasse. Und ab der ersten Klasse bin ich eigentlich schon ziemlich viel selbstständig unterwegs gewesen. Die Lehre dauert 3 Jahre. Wir haben 3 mit 10 Wochen Berufsschule. Wir haben jedes Jahr Schulungen, die auch Pflicht sind. Und je nachdem, wie viele Schulungen wir halt machen und wie die Weiterbildung verläuft, umso mehr Lohn ist halt. Das heißt, nach oben hin gibt es eigentlich fast keine Grenze. Und wenn einem das noch immer nicht reicht, kann man noch immer die Meisterprüfung machen. Also meine Mama war selber Rauchfangherrin. Die war nicht so begeistert. Also sie hat zwar gesagt, gut, wenn es dir gefällt, mach's gerne. Aber ich soll mir halt im Klaren darüber sein, was auf mich zukommt. Und ansonsten, mein komplettes Umfeld hat eigentlich gesagt, sie finden es cool, dass eine Frau sowas macht. Und ja, jetzt bin ich halt bei meinen ganzen Freunden immer der Glücksbringer, weil wir das Gott sei Dank noch immer so übernommen haben von früher. Ich mache jeden Tag immer was anderes, bin immer mit anderen Leuten benannt. Ich fahre zu verschiedenen Kunden, das heißt, unser Kundenkontakt ist relativ eng. Das heißt, ich sehe zum Beispiel, jetzt, wenn ein Baby auf die Welt kommt, sehe ich es in den ersten Wochen, dann nach 3 Monaten wieder. Und man merkt, das ist halt auch schön. Wenn die Kinder dann auf einen zukommen und sagen, hey, der Rauchfangkehrer oder die Rauchfangkehrerin, also ich tue täglich kehren, das heißt, ich übe Kehrarbeiten aus als Vorbeugung für den Brandschutz, das heißt, dass die Leute halt einfach sicher heizen können, dass sie es nicht kalt haben im Winter. Dann mache ich messtechnische Überprüfungen, das ist halt hauptsächlich für die Umwelt und auch für den Verbrauch. Das heißt, wenn jetzt bei der Messung irgendwas nicht passen sollte, kann ich dem Kunden sagen, er soll bitte einen Service machen oder wir machen eine Kesselreinigung. Und dann kann man den Brennstoffverbrauch halt dementsprechend hinuntersetzen, dass der Kunde halt weniger Ausgaben beim Brennstoff hat. Dann haben wir noch die Feuerstättenbeschau. Das ist eine augenscheinliche Überprüfung der Heizungsanlage, ob brandschutztechnisch alles in Ordnung ist. Das haben wir aber nur bei festen Brennstoffen. Also mein Chef bevorzugt Frauen in dem Beruf, also er unterstützt uns. Und ja, wenn jetzt eine Frau kommt und sagt, das taugt mir, das würde ich unbedingt lernen, war der Chef der Letzte, wenn sich die Dame oder das Fräulein dafür interessiert, dass er nein sagt. 2016 war eine Ausschreibung für einen Rosa-Jochmann-Preis für Damen im Handwerk oder Frauen im Handwerk. Und ja, da hat unsere Firma, also ein Chef seine Firma und wir Mitarbeiterinnen, haben eben den Preis gekriegt, weil wir eben so viele Frauen haben. Also ich darf den Beruf sofort nochmal lernen. Ich bin komplett zufrieden mit der Entscheidung, dass ich heute halt nicht studieren gegangen bin und nicht maturiert habe. Ja, also ich kann es jedem nur empfehlen, dass man zumindest einmal reinschnuppert und schaut, ob es was für einen ist. Ich habe vor, dass ich vielleicht irgendwann einmal einen Meister mache, aber das steht noch in den Sternen. Ja, also kann es nur jedem empfehlen.